Bereits über 1000 Anträge für Förderkredite sind seit Beginn der Corona-Krise bei der Stadtsparkasse München eingegangen. Die Lage bei den Firmenkunden der Städtischen Bank ist ernst. Die Lage unserer Firmenkunden ist durchaus als angespannt zu bezeichnen, insbesondere weil viele Kunden natürlich momentan nicht einschätzen können, wie lange sie mit diesen Einschränkungen auch werden leben müssen und was das dann ganz konkret für die Umsatz- und Ertragslage der einzelnen Firmen auch bedeutet. Und wir versuchen unsere Kunden natürlich in dieser Situation so gut wie möglich zu unterstützen. Wichtig ist jetzt für die Firmenkunden, die Soforthilfen umgehend in Anspruch zu nehmen. Mittel, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Da kommt es vor allem auf die Größe des Betriebs an. Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Geld gibt es. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, weil es unseren Kunden sehr, sehr schnell hilft. Es gibt sowohl die Soforthilfe der bayerischen Staatsregierung als auch nochmal die Soforthilfe des Bundes. Und ein Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern beispielsweise kann bis zu 15.000 Euro Soforthilfe bekommen, wobei dort die bayerische Soforthilfe angerechnet wird. Und unsere Kunden haben in der letzten Woche bereits die ersten Soforthilfen ausbezahlt bekommen. Die Abteilung Firmenkundengeschäft der Stadtsparkasse München hält im Internet alle aktuell wichtigen Infos bereit. Wir haben in der letzten Woche sehr intensiv an unserem Firmenkundenauftritt im Internetportal gearbeitet. Das heißt, die Kunden finden im Firmenkundenportal auf der sskm.de-Seite alle Informationen zum Thema Corona, also sowohl, was gibt es dort für staatliche Hilfen, was bietet die Stadtsparkasse München an. Dort sind auch viele Links vorhanden, die Antragsformulare sind dort eingestellt und auch eine Online-Strecke zur Beantragung von Kreditmitteln finden unsere Kunden auf dieser Seite. Wenn die Soforthilfe nicht reicht, können günstige Förderkredite beantragt werden. Auch hier prüft die Stadtsparkasse München schnell und unbürokratisch. Es gibt zwei spezielle Förderinstitute, die KfW und die LFA. Die Sparkassen arbeiten traditionell immer schon sehr, sehr eng mit den Förderinstituten zusammen. Und dort wurden in den letzten Wochen spezielle Förderprogramme entwickelt, die jetzt den Firmenkunden helfen, die Engpässe aus der Corona-Krise auch gut überbrücken zu können. Die Sparkassen stellen als Hausbank für den Kunden den Antrag bei den jeweiligen Förderinstituten und auch die Auszahlung erfolgt dann über uns als Hausbank des jeweiligen Kunden. Der Firmenkunde muss zum einen zeigen, dass er jetzt wegen der Corona-Krise Geldprobleme hat. Und er sollte auch einen ungefähren Plan haben, wie er das Geld wieder zurückzahlen kann, wenn alles wieder einigermaßen normal läuft. Es ist grundsätzlich bei der LFA oder bei der KfW eine ganz normale Kreditbeantragung. Das heißt, der Kunde muss einen Antrag stellen. Dafür ist wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Kunden ermitteln, wie hoch sein jetziger Schaden aus der Corona-Krise ist und wie viel liquide Mittel der Kunde braucht, um die nächsten Monate gut überbrücken zu können. Und dann werden entsprechende Unterlagen mit dem Kunden besprochen, die er bei uns einreichen muss. Und wir beantragen dann für ihn bei den Förderinstituten die jeweiligen Kredite. Damit das schneller als sonst funktioniert, wünscht sich die Stadtsparkasse, dass Regeln für die Kreditvergabe und Vorgaben der staatlichen Förderbanken für die nächste Zeit gelockert werden. Die Zahl der Mitarbeiter für das Bearbeiten der Kreditanträge hat sie vorsorglich bereits aufgestockt.